Ja, hallo zur Folge Nummer 10. Heute geht es um Thema Videobearbeitung und Schnitt. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip uns angeguckt, wie wir Videoaufzeichnung machen können, verschiedene Arten. Wir hatten ja schon mit Screencasts angefangen. Wir haben auch gezeigt, wie wir mit Smartphones irgendwas aufnehmen können. Die nächste spannende Frage ist ja, wie schneiden wir das Ganze so zusammen, dass es vielleicht ein rundes Video ergibt? Oder wie besorge ich mir aus entsprechenden Quellen die Schnipsel, die ich eigentlich nur brauche, um was zu erklären? Ich habe erstmal eine Präsentation vorbereitet, deswegen schalte ich erstmal meinen Bildschirm frei. Ja, wie gesagt, heutiges Thema Videobearbeitung, einfach gemacht. Wir wollen Schnitt und Remix mit dem Open-Source-Programm Shotcut zeigen. Die spannende Frage ist ja, warum nehmen wir dafür Shotcut? Und im Prinzip, naja, Shotcut ist, wie gesagt, Open Source. Das heißt, wir können das Ding erstmal kostenlos runterladen. Es gibt eine große Community dahinter, die viele Erweiterungen dazu auch geschaltet hat. Wir haben eine Plattformunabhängigkeit. Das heißt, das Ganze gibt es für Windows, für Macintosh, für Linux. Und wir haben eine sehr große Funktionsvielfalt. Ich werde heute auch, wie in den letzten Talks, nicht auf alle Funktionen der Software eingehen, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Wir wollen uns ein paar einfache Sachen angucken, um zu schauen, wie das Ganze eigentlich gut funktioniert. Ja, einfach zu nutzen. In dem Sinne, wir wollen das Ganze per Drag and Drop einfach reinschmeißen. Ich zeige, wie das gleich funktioniert. Wir haben Buttons in der Software oder können auch Tastaturkommandos dafür nutzen. Und wir haben hinter die Möglichkeit, das Video einfach zu exportieren in verschiedenen Arten und Formaten. Ich kann eigentlich gar nicht so viel in der Präsentation zeigen. Ich zeige einfach mal, wie das funktioniert. Also, ich habe das Programm schon mal aufgemacht. So sieht die Oberfläche von Shotcut aus. Wir haben hier, also ich entschuldige mich schon mal, ich habe hier extra die Skalierung nicht groß gemacht, weil wir sonst einfach sehr viel Übersicht verlieren würden, wenn wir die Skalierung größer machen. Das heißt, ihr habt jetzt vielleicht das Problem, dass es nicht so super groß dargestellt ist, aber das ist leider ein Feature und kein Bug. Ich habe mir überlegt, welche Videos können wir denn nehmen? Und ich dachte mir, naja, wir haben ja so eine Reihe gehabt, in dem Fall die Audio-Videos von mir. Und die Idee wäre jetzt, wir schneiden uns die Videos so zurecht, dass wir im Prinzip hinten was abschneiden, das zweite Video anhängen, vielleicht einen leichten Übergang daran gestalten und im Prinzip aus den 4 Videos zum Thema Audioaufnahmen ein Gesamtvideo hinter erstellen könnten. Ich ziehe erstmal ein Video hier rüber. Genau, wie man sieht, geht das auch sofort los. Ich bin jetzt quasi in der Vorschau, das heißt, das Video ist noch nicht unten eingefügt. Also ich sehe weder hier noch hier, dass das Video schon eingefügt ist als Projekt. Ich kann das Video auch von hier oben einfach reinziehen in die untere Leiste. Und dann sehe ich unten auch schon im Prinzip, wir kennen das Ganze auch schon aus der Audacity-Geschichte, diese Audiospur. Und hier ist V1, das ist die Videoquelle 1. Das heißt, das Videosignal ist hier schon eingespeichert und ich kann das Ganze hier oben in die Playlist einfach einfügen, indem ich hier auf Plus drücke. So, das heißt, im Prinzip ist dieses Video erstmal drin. Nächste spannende Frage ist, was will ich eigentlich jetzt genau machen? Ich könnte jetzt erstmal das Video hier hinten, da wo ich, ne, also ich, also erstmal zeige ich euch, wie man das durchzoomt. Ich könnte das Video jetzt komplett ablaufen lassen. Wir sehen schon, es ist etwas länger, das wäre vielleicht ein bisschen umständlich. Ich möchte erstmal hier hinten irgendwo in den Bereich reingehen. Das heißt, ich kann jetzt mit der Maus klicken und ziehen, um mir quasi einen bestimmten Bereich raussuchen. Ich weiß, dass ich hier hinten irgendwas Ende hatte. Und wenn wir hier hinten gucken, ist dann irgendwann der Abspann. Da. So, und die Frage ist jetzt, wo kann ich gut schneiden? Hier sehe ich in der Tonspur, hier ist schon relativ gut Pause. Ich lasse es erstmal ablaufen und wir hören uns das mal an. Ja. Das war quasi ein kurzer Input. Genau, das heißt eigentlich auch eine gute Stelle dafür. Kleiner Spoiler, ich habe es mir vorher schon mal angehört. Aber ab hier würde ich jetzt einfach löschen wollen. So, fürs Löschen gibt es mehrere Möglichkeiten. In dem Fall möchte ich ja von hinten löschen. Dafür gibt es die Taste O. Zack, weg ist es. Das heißt, wir haben jetzt das hintere Ende einfach abgeschnitten. Nehmen wir uns das zweite Video dazu. Das heißt, wir wollen jetzt Tools und Audio. Nummer 2. Auch das würde wieder sofort losgehen. Wir möchten auch das hinten anfügen. Erstmal klemme ich das hier hinten dran. So.
Jetzt merke ich schon, dass das hier unten ganz schön viel Platz ist. Ich kann mit der gedrückten Steuerungstaste ein bisschen rauszoomen. Dann sehe ich hier schon, dass das ein bisschen hochspringt. Das heißt, hier habe ich schon die Möglichkeit, ein bisschen diese Ausschnitte ein bisschen ranzukriegen. So, ich zoome wieder ein bisschen ran mit der Maus und mit dem Scrollrad. Und die spannende Frage ist ja, wo möchte ich hier schneiden? So, da erkläre ich noch. Genau. Ja, dann kann ich genau davor sagen. Das möchte ich gerne mal schneiden. Ich gehe also wieder auf die Position zurück. Und sage mit der I-Taste, lösche den Bereich davor. So. Wir haben also jetzt im Prinzip genau das gemacht, was wir eigentlich machen wollten. Wir haben ein Video am Ende zurechtgeschnitten, wir haben ein Video am Anfang zurechtgeschnitten und möchten das Ganze jetzt irgendwie miteinander kombinieren. Das heißt, im einfachsten Fall schiebe ich die beiden Bereiche jetzt wieder aneinander und habe quasi einen direkten Übergang. Das heißt, ich kann jetzt sagen, abspielen. Jo, ich muss reinlöten. Ein bisschen weiter. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Wirklich so gut wie möglich zu kriegen. Das heißt auch, selbst wenn ihr Screencast aufnehmen wollt, der Ton ist immer noch wichtiger als das Bild. Genau, also das Thema heute ist... Wir merken schon, wir haben einen sehr harten Cut. Wir könnten jetzt in den einzelnen Spuren entsprechend erstmal gucken, dass wir die Audio und also erstmal den Übergang einbauen und dass das Audiosignal ein bisschen besser wird. Wir haben dafür Filtermöglichkeiten. Einfachste Filtermöglichkeit ist Audio ausblenden. Das heißt, ich kann für den gesamten Bereich das Audio ausblenden. Ich könnte entsprechend das Ganze drehen, skalieren. Ich kann die Farben noch korrigieren, falls ich das möchte. Das ist ein bisschen Spielerei. Also im einfachsten Fall braucht ihr diese Funktion gerade erstmal gar nicht. Und ich kann das Video am Ende ausblenden lassen. Wichtig am Ende. Ich nehme jetzt mal so einen Filter rein und zeige euch das mal. So, wir haben also hier die letzte Sekunde. Das sehen wir unten nicht wirklich. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass wir das ein bisschen sehen. So, da hinten ist so ein ganz, ganz schmaler grauer Rand. Wenn ich das mal hochstelle in der Zeit, sehen wir auch ein bisschen länger, dass das besser funktioniert. So, genau. Also ab hier würde quasi das Video ausblenden, quasi immer dunkler werden. Das nächste Video würde anfangen. So haben wir eine einfache Möglichkeit, einen Wechsel vom einen zum anderen Video zu machen. Auch im zweiten Video könnte ich das Ganze mit einem entsprechenden Filter. Seht ihr hier oben schon, dass der andere Filter zu mir angezeigt wird. Ich kann hier einen Filter mit Video einblenden machen. Das wäre das gleiche Prinzip. Auch hier kann ich zum Beispiel in den ersten 5 Sekunden das Video langsam von einem Schwarzbereich in den sozusagen vollen Sättigungsbereich wieder reinschieben. Das wäre so der einfachste Übergang, den ich mir bauen könnte. So kann ich eben aus dem einen Video in das andere Video rübergehen. Andere Möglichkeiten wäre wirklich direkt mit einem Übergangsbereich zu arbeiten. Das zeige ich jetzt nicht. Das ist ein bisschen Spielerei. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Wir haben auch ein bisschen Dokumentation dazu. Es gibt gute Tutorials dazu, sowohl als PDF als auch als Video. Die habe ich auch noch verlinkt. Die zeige ich euch nachher. Da gibt es viele andere Möglichkeiten, andere Übergänge zu gestalten. Ein anderes Ding, was ja, wie gesagt, vorhin aufgefallen ist, das Audiosignal war nicht so schön. Ich kann auch hier entsprechend dafür sorgen, dass ich die Audiosignale entsprechend ein bisschen bearbeite. Also hier Verstärkung und Lautstärke. Da muss ich also dann mir wirklich anhören, wie laut ist das ganze Video im Vergleich zum anderen Video. Dann kann ich die Lautstärke ein bisschen verstärken. Und ich kann auch entsprechend Filter einbauen, dass ich dann zum Beispiel einen Hochpassfilter habe, dass entsprechend hohe Signale rauskommen, dass das Ganze ein bisschen abgepasst wird. Auch hier viele Einstellmöglichkeiten, die ihr vielleicht am Anfang gar nicht mal braucht. Das heißt, ne, wie gesagt, guckt euch das mal ein bisschen an, probiert ein bisschen rum. So, genau. Was habe ich noch für Optionen? Im Prinzip habe ich jetzt sozusagen mein Video am Ende bearbeitet. Ich möchte das Ganze jetzt gerne exportieren. Deswegen gibt es hier unten den Button Exportieren. Ihr habt hier eine riesige Fülle an Einstellmöglichkeiten. Die Frage ist, wohin damit? Prinzipiell erstmal das Höchste, was ihr kriegen könnt. Also ich würde zum Beispiel hier den Codec H264 hier nehmen mit einem hohen Profil. Lieber eine hohe Auflösung exportieren. Beispielsweise YouTube rechnet das eh runter. Das heißt, macht erstmal eine hohe Auflösung. Was ihr hinterher dann nochmal runterrechnen könnt, ist immer eine andere Sache. Aber lieber habt ihr das Ding erstmal in einer hohen Auflösung da
und habe dann hinter die Möglichkeit, das Ganze vielleicht nochmal in einer leichteren Version zu exportieren, sagen wir mal, um das Ganze auf einen Moodle-Server zu packen, der nicht gleich an Datenmengen sterben soll. So, das ist sozusagen die Grundüberlegung. Andere Ideen. Ich habe jetzt ein sehr langes Video. Vielleicht möchte ich gar nicht so viel damit machen. Vielleicht möchte ich irgendwas dazwischen reinbauen. Ihr habt hier Möglichkeiten an einer bestimmten Position, beispielsweise hier, ich habe es mal draufgeklickt, hier oben mit dem Button das Video einfach zu trennen. Das heißt einfach, aus dem Video werden zwei Videos. Na, also ihr habt das quasi Stück 1, Stück 2. Auch hier könnt ihr das einzelne Stück mit einzelnen Filtern belegen. Entsprechend hier dieses einzelne Teil sogar stumm schalten. Vielleicht ein zweites Audiosignal einschalten. Wie ihr das zweite Audiosignal reinbekommt, zeige ich auch gleich noch. Und habt die Möglichkeit, hier wirklich Stück für Stück zum Beispiel nur die Präsentation laufen zu lassen, aber selbst ein Audio einzubauen. Oder ein Hintergrundgeräusch oder sowas einzufiltern. Genau. Zweite Tonspur erzeugt ihr im Prinzip einfach nur, indem ihr hier unten auf den klickt und beispielsweise eine Audiospur hinzufügt. Ihr könnt auch eine zweite Videospur hinzufügen. Ich würde jetzt mit Audiospuren erstmal arbeiten, um zu gucken, wie das Ganze eigentlich wirkt. Das heißt, hier könnt ihr draufklicken und habt dann hier unten drunter da eine A1, also eine Audiospur 1. Hier könnt ihr jetzt Audioquellen einfügen und die ganzen damit einbinden. Genauso gut könntet ihr auch aus der Videospur entsprechend die Audio Spur abtrennen, habt dann quasi eine getrennte Video- und Audiospuren, könnt ihr auch getrennt bearbeiten. Auch hier viele Einstellmöglichkeiten, viele Spielereien. Vielleicht braucht ihr das gar nicht in der Komplexität am Anfang. Am Anfang reicht eigentlich ein Schnitt. So. Grundsätzlich habt ihr also jetzt die Möglichkeit, Videos reinzubinden, zu zerschneiden und am Ende sogar zu exportieren. Wie gesagt, die Software selber kann viel, viel mehr. Ich möchte heute gar nicht alles davon zeigen, weil das sehr, sehr komplex werden würde. Deswegen springen wir mal zurück in die Präsentation und ich habe auch ein paar Quellen dabei. Also im Prinzip gibt es ein sehr großes Videotutorial von den Herstellern selber. Das ist in der Regel leider Englisch. Es gibt auch ein Tutorial-PDF, das ist in Deutsch. Das ist direkt auf der Homepage erreichbar, die Links entsprechend eingebettet. Dazu hinaus gibt es von vielen Universitäten, die sich mit Videoschnittbearbeitung beschäftigt haben, auch schon PDFs. Das heißt, ihr habt da viele Möglichkeiten, Quellen zu finden. Natürlich gibt es Unmengen auf YouTube zum entsprechenden rausfinden. Ihr habt, wie gesagt, ich habe nur ein paar Filter gezeigt. Es gibt noch eine Haufenmenge an Filtern darüber hinaus. Es gibt auch Möglichkeiten, entsprechend mit einem Greenscreen zu arbeiten. Das heißt, das Video so zu verwenden, dass im Hintergrund entsprechend Transparenz eingeschaltet wird. Wie gesagt, wir haben ja vorhin gesehen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, entsprechend eine zweite Videospur einzubauen. Das wäre die Möglichkeit, dann eben das zweite als halbtransparent einzubauen. Ihr könnt genauso gut noch Bauchbinden einbauen, also Text einblenden an bestimmten Stellen. Auch hierfür dann entsprechend die Auftrennung des Videos in bestimmte Segmente, Einblenden der Bauchbinde, Trennung des Segments, sozusagen dann den Filter abschalten, dann ist das wieder raus. Ihr habt hier unglaublich viele Einstellmöglichkeiten. Ihr habt Möglichkeiten, die Übergänge entsprechend anders zu gestalten. Gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten. Ich bin sehr gespannt, was ihr damit machen wollt. Beispielsweise könnt ihr, wie gesagt, unsere Videoreihe entsprechend einfach nehmen, sie zerschneiden, ein neues Video draus machen. Ihr könnt ja auch entsprechend dann durchmixen. Sonja hat wunderbare Videos erklärt zum Thema, wo kriege ich eigentlich Material her, beispielsweise Videos. Ich habe erklärt, wie man schneidet. Da kann man vielleicht ein Tutorial draus machen. Insgesamt, das wird doch sehr spannend. Wie immer, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, das Pareto-Prinzip, 80% Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes. Ihr habt viele, viele Möglichkeiten. Ihr wollt irgendwann mal fertig werden. Bitte nehmt das zur Kenntnis. Ihr wollt nicht perfekte Ergebnisse erzielen. Ihr wollt eigentlich nur Hauptsache das Video produzieren. Wenn es euch wirklich darum geht, perfekt zu werden, okay, viel Spaß. Wir wollen das vor allem viel einsetzen, um schnell mal ein Video zu machen. Und das ist eigentlich unser Hauptziel. Genau. Damit bedanke ich mich und freue mich auf eure Fragen und viel Spaß!